Herzlich willkommen. Es freut mich, dass Sie sich für die Universität Konstanz interessieren. Ich stelle Ihnen hier das Studium an der Uni Konstanz vor, bevor Sie sich im Anschluss vielleicht näher zu den einzelnen Studienfächern informieren. Die Universität Konstanz ist eine Campus-Universität. Sie sehen rechts oben ein Bild der Uni. Campus-Universität, das heißt, Sie finden alle Fachbereiche unter einem Dach. Es sind nie weite Wege. Wie viele Mitstudierende Sie haben werden, wenn Sie hier studieren, hängt davon ab, welches Fach Sie wählen. Es gibt Fächer mit weniger als 100 Studierenden pro Jahrgang, aber auch solche, bei denen Sie mit deutlich mehr als 100 anderen gemeinsam Vorlesungen haben. Sie können an der Universität Konstanz sehr interdisziplinär studieren und Fächer kombinieren. Es gibt feststehende Fächerkombinationen und auch die Möglichkeit, sich die Kombination von Fächern selbst auszusuchen. An der Universität Konstanz finden Sie gute Arbeitsbedingungen. Wir sind eine vernetzte Universität mit vielen Arbeitsplätzen in den unterschiedlichen Gebäudeteilen und einer Vielzahl an Servicestellen, die Sie in Ihrem Studium begleiten. Auch die aktuelle Forschung werden Sie in Ihren Lehrveranstaltungen integriert finden. Nicht zuletzt ist die Universität eine Spitzenuniversität und seit 2006 Exzellenzuniversität. Die Universität liegt etwas außerhalb der Stadt und ist mit dem Fahrrad oder mit dem Bus gut zu erreichen. Umgekehrt sind Sie auch schnell in der Stadt. Wenn Sie möchten, können Sie während Ihres Studiums für eine Zeit im Ausland studieren. Es gibt sehr viele Austauschmöglichkeiten in Europa und weltweit. Neben dem Studium bietet die Universität viele Möglichkeiten, an denen Sie teilnehmen und für die Sie sich engagieren können. Die Bibliothek ist vielfach ausgezeichnet und im Regelbetrieb rund um die Uhr zugänglich. Sie bietet Arbeitsplätze für Ihr Selbststudium und Gruppenarbeitsräume, in denen Sie gemeinsam arbeiten können. Ich zeige Ihnen jetzt unser grundständiges Studienangebot mit nur kurzen Kommentaren, da Sie sich die einzelnen Studiengänge sicherlich noch intensiver ansehen werden. Die Naturwissenschaften. Biological Sciences ist ein moderner biologischer Studiengang, der eine breite Basis legt und Schwerpunkte in den Bereichen Molekular- und Zellbiologie, der biomedizinischen Grundlagenforschung und der Ökologie hat. Die Chemie deckt ebenfalls die Breite des Fachs gut ab mit einer gründlichen Ausbildung in anorganischer, organischer sowie physikalischer Chemie und vielen Laborpraktika dazu. Life Science, die Lebenswissenschaften, ist ein interdisziplinärer Studiengang, der die Biologie und die Chemie vereint, sodass Sie hier mit Methoden aus beiden Disziplinen an Problemstellungen herangehen lernen, die zum Beispiel in der biomolekularen Forschung liegen können. Die Physik kann in Konstanz in einer mathematischen oder eher angewandten Orientierung studiert werden und enthält für beide Varianten die Möglichkeit, Inhalte anderer Naturwissenschaften, aber auch der Wirtschaftswissenschaften und der Philosophie in ihr Studium zu integrieren. Nanoscience verbindet Chemie mit der Physik und legt die Grundlage für die Forschung an modernen molekularen Materialien. Die Mathematik ist an der Universität komplexer und abstrakter als in der Schule. Sie schulen ihr analytisches Denken und lernen, systematisch an mathematischen Fragestellungen zu arbeiten. Die Informatik bietet Ihnen eine umfassende Ausbildung mit Schwerpunkten unter anderem im Bereich Data Mining, Computersicherheit und der Visualisierung von Daten. Die Psychologie erforscht unter anderem das Verhalten des Menschen und das Wieso, das als Frage immer dahinter steht. Sie lernen auch, menschliches Erleben und Verhalten mit verschiedenen Methoden zu erfassen.
die geisteswissenschaftliche Sektion. Die Sportwissenschaft, ein praxisnaher Studiengang, der Ihnen die Theorie von Sport und Bewegung genauso vermittelt wie auch die Sportpraxis in den verschiedenen Sportstätten der Universität und der Brücken schlägt zu den Themen Gesundheit und Leistung. Die Geschichte lernen Sie an der Universität Konstanz über alle Epochen kennen. Sie betrachten bestimmte Themen oder bestimmte Regionen über verschiedene Epochen hinweg auf dem Weg zu einem ganzheitlichen Geschichtsverständnis. Kulturwissenschaft der Antike wendet sich den alten Kulturen zu. Wenn Sie Latein lieben, schauen Sie sich den Studiengang in jedem Fall an. Die Philosophie. Sie befasst sich unter anderem mit Fragen wie, was Willensfreiheit eigentlich ist oder wie moralische Normen sich begründen lassen. Sie lernen kritisch denken und genau zu formulieren, wie in vermutlich keiner anderen Disziplin. Die Soziologie untersucht systematisch, wie Menschen in einer Gesellschaft, nicht nur der unseren, zusammenleben. Wie entsteht Kultur? Literatur, Kunst, Medien umfasst die drei Bereiche, die der Name schon nennt, und stellt die Frage, wie diese miteinander in Beziehung stehen. Sie befassen sich mit literarischen Texten, mit Werken der bildenden Kunst und mit den unterschiedlichen Medien. Deutsche Literatur befasst sich mit Texten aus dem Mittelalter bis zur Gegenwart und mit allen literarischen Gattungen. Französische, italienische oder spanische Studien sind drei verschiedene Studiengänge, die nach demselben Prinzip aufgebaut sind. Sie befassen sich mit Literaturwissenschaft, Sprachwissenschaft und der Sprachpraxis. Ihre mündliche und schriftliche Sprachbeherrschung wird im Studiengang definitiv wachsen, ebenso wie Ihr Literaturverständnis und Ihre Analysefähigkeit. Slawistik. Im Zentrum des Studiengangs steht die russische Literatur, aber auch polnische, tschechische und südslawische Literatur spielen eine Rolle. Wie bei allen literaturwissenschaftlichen Studiengängen befassen Sie sich mit Literatur und Sprachwissenschaft und der Sprachpraxis. British and American Studies schließlich transportiert dieses Konzept in den Bereich der weiten englischsprachigen Welt. Die Sprachwissenschaft widmet sich der Erforschung von Sprachen. Wie funktioniert eine Sprache? Wie erlernt man eine Sprache? Was ist eigentlich ein Sprachgefühl? Der Studiengang ermöglicht Ihnen die Auseinandersetzung mit verschiedenen Sprachen. Er enthält keine literaturwissenschaftlichen Anteile. Hier wählen Sie viele Studiengänge als Kombination von Haupt- und Nebenfach und studieren zusätzlich einen überfachlichen Bereich, der Ihre Kompetenzen in verschiedenen Bereichen erweitert, so wie es für Sie sinnvoll ist. Sie können Fremdsprachen lernen, Ihren medienbezogenen Fähigkeiten stärken, Einblicke in Berufsfelder bekommen oder das Projektmanagement kennenlernen und vieles mehr. Die Sektion Politik, Recht, Wirtschaft. Rechtswissenschaft, der einzige Studiengang an der Uni Konstanz, der als Abschluss noch ein Staatsexamen hat. Sie lernen die Grundlagen der Rechtsordnung kennen und befassen sich mit den unterschiedlichen Rechtsbereichen, die Sie systematisch kennenlernen und interpretieren. Politik und Verwaltungswissenschaft. Wie analysiert man Politik? Worauf schaut man dabei? Wie vergleichen sich verschiedene politische Systeme? Wie muss eine Verwaltung aufgebaut sein, damit sie funktioniert? Diesen und ähnlichen Fragen gehen Sie in diesem Studiengang nach. Neben den beiden genannten Fächern enthält der interdisziplinäre Studiengang auch Vorlesungen aus dem Bereich Managementlehre. Wirtschaftswissenschaften. Der Studiengang legt erst ein grundlegendes Fundament, bevor Sie sich für eine von 6 Vertiefungsrichtungen entscheiden. Sie können die Wirtschaftswissenschaft also erst kennenlernen, bevor Sie entscheiden, welches Ihr spezielles Interessengebiet ist.
Die Finanzmathematik kombiniert Wirtschaft und Mathematik und beschäftigt sich mit der Analyse von nationalen und internationalen Finanzmärkten. Wie kann Mathematik dabei helfen, ökonomische Entscheidungen zu treffen? Für das Gymnasiallehramt wählen Sie zwei Fächer, die Sie beliebig kombinieren können, und studieren zusätzlich die sogenannten Bildungswissenschaften. Wenn Sie wissen möchten, ob ein Studiengang für Sie geeignet ist, schauen Sie sich in jedem Fall den Studienaufbau an, damit Sie einschätzen können, ob das, was Sie erwartet, auch das ist, was Sie sich vorstellen können. Der Pocket Guide "Check deinen Studiengang" fasst diese Hinweise zusammen. Das Studienangebot finden Sie im Detail auf unseren Webseiten beschrieben und mit vielen medialen Formaten ergänzt. Wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Vereinbaren Sie gerne einen Beratungstermin. Wir unterstützen Sie auf der Suche nach dem für Sie geeigneten Studienfach. Immer sehr individuell und natürlich deutschlandweit. Viel Spaß bei der Orientierung!